ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Als Pfarrerin hier an der Stadtkirche darf ich Sie heute Abend begrüßen. Hier bei uns in der Stadtkirche oder vielleicht auch irgendwo anders, vielleicht zu Hause, die Sie diesen Abend im Internet mitverfolgen. Es freut uns sehr, dass so viele unserer doch wirklich kurzfristigen Einladung zu diesem Benefizkonzert zugunsten der Hochwasseropfer gefolgt sind. Und so freuen wir uns über unsere musikalischen Gäste heute Abend, hier vorne, Sie haben sie alle schon gesehen, und natürlich ebenso über Sie, die Sie gekommen sind oder eingeschaltet haben, um einen musikalischen Abend zu erleben und so hoffen wir natürlich, reichlich zu spenden. Am Ausgang werden Sie die Möglichkeit dazu haben. Auf dem Programm finden Sie außerdem die Daten zum Spendenkonto, auf das Sie überweisen können. Die Spenden werden dann von uns zugunsten der Opfer des Hochwassers weitergeleitet. Ja, das ist vielleicht was, was wir in den vergangenen Wochen erschreckend vor Augen geführt bekommen haben. Diese Verletzlichkeit des Lebens. Wie verwundbar und zerbrechlich Leben sein kann, das, was wir Menschen uns so aufbauen. Und wie wunderbar ist es da, dass es die Musik gibt. Die Musik, die in Dur oder Moll eine Antwort sein kann auf diese Verletzlichkeit des Lebens, indem sie diese Verletzlichkeit aufnimmt, in vielleicht eher melancholischen Werken, oder indem sie dieser Verletzlichkeit etwas entgegensetzt, Lebensfreude oder Überschwang. Beides werden wir heute Abend erleben, die nachdenklichen und die überschwänglichen Klänge. Und so wünsche ich uns allen, Ihnen, einen wunderbaren musikalischen Abend. Und bevor es mit der Musik losgeht, gebe ich das Wort an den Organisator und Initiator des heutigen Abends, unseren Kantor, Kirchenmusikdirektor Christian Markus Reiser. Vielen Dank. Auch ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen, freue mich, dass Sie den Weg in die Stadtkirche gefunden haben und auch Sie zu Hause an den Bildschirmen. Und ich freue mich auch sehr, sehr, dass so viele wunderbare Musikerinnen und Musiker sich spontan bereit erklärt haben, hier ein Programm zusammenzustellen. Und ich denke, wir haben es geschafft, in ein wirklich spannendes, abwechslungsreiches und vielseitiges Programm zusammenzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie gerne Ihrer Begeisterung auch Ausdruck verleihen würden, würde Sie aber auch im Namen der Musiker bitten, dass Sie sich den Beifall für den Schluss aufheben und dann dürfen Sie Ihre Begeisterung freien Lauf lassen, natürlich. Dann hätte ich noch die Bitte, dass Sie hier in der Stadtkirche Ihre Masken auch aufbehalten. Ich glaube, wir haben alle Platz gefunden, aber wir wollen natürlich trotzdem vorsichtig sein und die Sache sicher angehen. Und so bleibt mir auch nur Ihnen eine schöne Stunde oder ein bisschen mehr mit wunderbarer Musik zu verbringen. Dankeschön. Thank you.
sing der gleichen Freudenlied, der gleichen Freudenlied und singt der gleichen Freudenlied, der gleichen Freudenlied, die unserem Gott gefällig sein, unserem Gott gefällig sein.
Liebes Publikum, liebe Musikfreunde, liebe Mitmenschen, die gekommen sind, weil sie helfen wollen. Eine Mitarbeiterin unserer Musikhochschule, sie arbeitet im Sekretariat, Frau Christa Zemke, ist auch sehr aktiv in der Gemeinde der Christuskirche, der befreundeten Nachbargemeinde sozusagen, und sie hat an mich und an Herrn Professor Müller-Brachmann eine E-Mail geschrieben, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Hallo Herr Müller-Brachmann, hallo Herr Friedrich und an alle Mitwirkenden. Ich wünsche viel Erfolg für das Benefizkonzert morgen Abend. Es kann gar nicht genug Benefizveranstaltungen geben. Seit einigen Tagen bin ich in Altenburg stationiert,
einem der kleinen Dörfchen mit 700 Einwohnern, das fast völlig zerstört ist. Nur noch ganz wenige Häuser stehen am Berg, alle anderen hat die Ahr weggerissen. Das technische Hilfswerk muss die Häuser abreißen. Wir begleiten die Menschen, die dabei zusehen müssen. Boden und Häuser sind mit Chemikalien und Altöl kontaminiert. Die Privatinitiativen werden seit 18 Tagen Versorgungsstützpunkte betrieben und mit privaten Spendengeldern finanziert. In einer Nachbargemeinde betreibt ein Zwei-Sterne-Koch eine Suppenküche. Die Tochter eines Bürgermeisters hat einen Wohlfahrtsladen aufgebaut, in dem die Menschen einkaufen können, Dinge des täglichen Bedarfs, das Notwendigste. Gelagert werden kann gar nichts, da alle Häuser völlig durchnässt oder zerstört sind. Auch von Soforthilfen hat man noch nichts gesehen, da man sie in den Kreisämtern beantragen muss. Dorthin können die Menschen nicht kommen, da sie keine Fahrzeuge mehr haben. Ein öffentlicher Personennahverkehr existiert nicht, denn auch die Bahn fährt nicht mehr. Die Gleise haben kein Fundament mehr, sie hängen in der Luft. Spenden wie Betten und Waschmaschinen sind völlig sinnlos, dass die Menschen nichts haben, wo sie sie aufstellen könnten. Die Gebäude sind völlig durchnässt, denn Wasser stand tagelang bis unter die Giebel. Die Menschen konnten nur noch ihr nacktes Leben retten. Obwohl sie fast keinen Kontakt zur Außenwelt haben können, trägt sie die Hoffnung. Eine Infrastruktur gibt es nicht mehr. Stromleitung, Wasserleitung, Abwasserleitung, Telefonleitung, alles ist zerstört. Handwerker sind nicht zu finden, da sie ohne Strom nicht arbeiten können. Außerdem sind fast keine Baumaterialien zu bekommen. Manche Familien haben nicht nur ihr Zuhause, sondern gleichzeitig auch noch die Arbeitsplätze verloren. Tragödien spielen sich hier ab. Deshalb sind ihre Benefizveranstaltungen so wichtig. Leider kann ich das Konzert hier nicht online sehen und ich hoffe, dass diese E-Mail wenigstens versendet werden kann. Ich habe es schon mehrfach versucht. Wir leben hier in einer kleinen Zeltstadt, ca. 60 Kilometer vom Krisengebiet, wo Hilfsdienste aller Couleur zusammenarbeiten. Malteser, Johanniter, Rotes Kreuz, DLG, Feuerwehr, TWH und die Notfallseelsorge. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Die einzigen sinnvollen Spenden sind Geldspenden. Vor einer Viertelstunde hat mich noch eine E-Mail erreicht, die ich Ihnen nicht vorlesen will, weil die Verzweiflung zu groß ist, die aus dieser E-Mail spricht. Christa Zempel von der Musikhochschule Karlsruhe. Thank you.
seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Thank you.
Thank you.
nach seiner Liebe gut. Nach seiner Liebe gut, das schwache Fleisch in irdischen Mund durch heiliges Feuer kräftig zwingen, durch heiliges Feuer kräftig zwingen. Er wird nach seiner Liebe Mund das schwache Fleisch in irdischen Mund durch heiliges Feuer kräftig zwingen. Das schwache Fleisch, die Hirschen, durch heiles Feuer kräftig zwingen, durch heiles Feuer kräftig zwingen. Er will nach seiner Liebe und das schwache Fleisch, den Hirschen, durch heiles Feuer kräftig zwingen. Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor, und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen an. Und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Nachtigall. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die Liebe, ganz alle in Liebe, Sonne,
ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber aller Liebe wohne, ist große Lilie und blaue Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Eine. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilien hinab. Bei mir soll primär tauchen einen Lied von der liebsten Mann. Das Lied soll schauern und beben wie der Kuss von ihrem Mund, den sie im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Dome das große heilige Quell. Thank you.
Thank you.
Warum erklingt Filmmusik des japanischen Komponisten Joe Hisaishi in diesem Konzert? Musik zu dem Film Chihiros Reise ins Zauberland. Nicht, weil dieser Film Oscar-prämiert war und viele andere Preise gewann, und auch nicht dafür, dass er jahrelang der beste Anime-Film der Welt war, sondern dafür, dass die Hauptpersonen der Filme von Hayao Miyazaki junge Menschen sind, ja Kinder, die mutig, selbstbewusst sind und ganz in ihrer Kraft stehen. Und diesen Mut und diese Zuversicht wünschen wir allen Opfern der Naturkatastrophen in Japan, in Deutschland und anderswo. Thank you.
Verletzlichkeit des Lebens, Wehmut und Überschwang. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die zu diesem sehr bewegenden Konzertabend beigetragen haben. Zunächst der Firma Multimedia Systeme und unserem ehrenamtlichen Team, die unseren Abend nach draußen übertragen haben ins Internet, den Helferinnen und Helfern beim Schutzkonzept heute Abend. Ein herzliches Dankeschön an unseren Kantor Christian Markus Reiser für die Organisation und dann natürlich ein Dankeschön euch hier vorne, ihr lieben Musikerinnen und Musiker, die so kurz vor oder mitten in der Sommerpause sofort bereit waren, hier aufzutreten. Danke an Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa, Hanno Müller-Brachmann und Bernhard Gärtner, Johannes Hustedt, Susanne und Manfred Holder, David Reiser und Christian Markus Reiser. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, jetzt wäre auch ein Moment, wo wir wirklich mal unserer Begeisterung Ausdruck verleihen dürfen. Zum Gelingen dieses Benefizkonzerts leisten, nehmen Sie, ich sage es jetzt mal frei raus, tief in den Geldbeutel greifen oder eine Überweisung tätigen und so die Menschen in den Hochwassergebieten unterstützen. Ganz herzlichen Dank sagen wir daher schon jetzt auch Ihnen. Und jetzt aber wünsche ich Ihnen hier in der Stadtkirche oder im Internet einen guten Abend und eine gesegnete Sommerzeit. Gehen Sie durch die kommende Zeit begleitet von Gott und von seinem Segen und bleiben Sie behütet.